Christian. Ja. Eigentlich bin ich jetzt gedungen worden. Mhm. Mir wurde gesagt, frag Christian doch mal bitte, was ist mit Murmeltiervermeidung und Kleiderschrankwahl auf sich hat? So ähnlich, glaube ich, ja. Also ich musste ehrlich gesagt auch nachdenken, was ich damals mit gemeint hatte. Ne? Genau. Es geht ja um offene Bildungsmedien. Murmeltiervermeidung ist folgendes. Du kommst in den Hörsaal rein, machst eine Vorlesung, die du letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorletztes Jahr und so weiter auch gehalten hast. Also täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Wie kann man das vermeiden? Man zeichnet einfach auf, was man gesagt hat. Mhm. Und dann hat man es als Video zur Verfügung und dann muss ich nie wieder diesen Vortrag halten, was ideal ist. Ne? Also nicht immer wieder dasselbe sagen, sondern man kann dann sozusagen das Video Leuten geben, Studierenden geben, Schülern geben, sagen, schau dir an, was ich hier vorgestellt habe. Und dann kommst du und dann reden wir drüber oder diskutieren drüber, klären deine Fragen. Ne? Es macht also viel mehr Spaß, mit offenen Bildungsmedien dann zu arbeiten, wenn man selbst diese produziert hat, erstens. Und zweitens, nicht immer wieder alles wiederholen muss, ne, sondern einfach, genau, einmal sagen, aufzeichnen und ab dann kann man mit Studierenden und Schülern drüber reden. Das ist die Murmeltiervermeidung. Ne? Und das zweite war Kleiderschrankwahl oder so ähnlich. Ne? Das war, damit war gemeint, ich habe offene Bildungsmedien produziert und gesammelt über einen großen Zeitraum. Und dann gehe ich heute hin und weiß, morgen muss ich eine Vorlesung machen, morgen habe ich Unterricht, dann mache ich den Kleiderschrank auf, sage, was nehme ich denn jetzt? Ne? Man kann also sozusagen beliebig zusammenstellen und jedes Jahr dann neu zusammenstellen die Inhalte, die man mit den Schülern oder Studenten gemeinsam besprechen will. Ja, sozusagen aus dem, was man allem gesammelt hat, einfach eine schöne Auswahl erstellen und dann, ja, Kleiderschrankwahl. Ne? Wunderbar, es klingt nach Vielfalt und Lebendigkeit vor allem. Ja. Denn wenn man immer wieder dasselbe sagen muss und immer wieder dieselben Wörter benutzt, man kann sich ja irgendwann auch selber nicht mehr dabei zuhören. Genau. Und dann verliert man automatisch natürlich irgendwie an Ausdruck und Überzeugungsfähigkeit auch. Aber das genau. Und zweitens, man hat die Möglichkeit, gleich selbst mit anderen auf einem anderen Niveau über die Inhalte zu sprechen. Ne? Ja. Also wenn jemand kommt und sagt, ah Mensch, du hast doch mal darüber was gemacht, einen Vortrag, wo wir uns darüber unterhalten, dann kann ich sagen, klar, aber schau bitte den Vortrag erstmal, ja, und dann reden wir drüber und dann kann man gleich auf einem ganz anderen Niveau miteinander reden. Ja. Und das macht einem selbst natürlich auch viel mehr Spaß. Absolut. Genau. Bei Murmeltiervermeidung hilft es ja auch sehr, den Film beispielsweise gesehen zu haben, um zu verstehen, was ein täglich grüßt das Murmeltier eigentlich bedeutet. Genau. Das ist sozusagen die Aufgabe für zu Hause, genau, wer den Film noch nicht gesehen hat, sich den Film anzusehen, um zu verstehen, was Christian meint. Genau. Christian, aber dich gefragt, was du jetzt machst, vielleicht machen wir das noch für die Zuschauer zu Hause. Wer bist du denn eigentlich? Genau, ich bin an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, mache dort Vorlesungen zum Thema Mathematik und Informatik und insbesondere auch die Anfängervorlesung zur Mathematik und ja, versuche dort durch alternative Konzepte unter Einbezug von digitalen Medien möglichst viel aus den Präsenzveranstaltungen rauszuholen. Ja. Und die Idee ist ja klar, wenn ich keine Vorträge mehr in der Präsenzveranstaltung halten muss, sondern die Studierenden sich mit den Vorlesungsmedien in Vorbereitung auf die Vorlesung befassen, dann haben wir dort die Gelegenheit, die Dinge tiefer zu besprechen, Fragen zu klären, gemeinsam Aufgaben zu rechnen. Also die Präsenzzeit wird für das genutzt, wofür Präsenz gut ist, nämlich für den gemeinsamen Austausch. Und der ist besonders effektiv, wenn alle sich vorbereitet haben. Wunderbar, das klingt nach einem guten Konzept. Ja, der Tag ist zu Ende. Das war die letzte Amtshandlung im Prinzip. Genau, wir müssen zu Bildungskölsch. Wir müssen zum Bildungskölsch. Genau. Und deswegen winken wir mal noch kurz ins Publikum. Tschüss. Tschüss.